Hallo ihr Lieben, wir grüßen euch. Herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. An meiner Seite wieder der liebe Henry. Hallo lieber Henry, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Guten Tag. Guten Tag, lieber Henry. Henry hat ja auch einen YouTube-Kanal, Henry Lopp, verlinke ich oben in den Infokarten. Lieber Henry, das Jahr oder die letzten Jahre waren ja schon sehr ereignisreich, ne? So das Getrommel im Außen. Wir gucken uns das ja auch mal immer ein bisschen besonders an und tauschen uns da so ein bisschen aus. Aber nichtsdestotrotz, egal was da im Außen trommelt, man kann ganz viel selbst auch sich in der Balance halten, stabil halten und sich davon nicht beirren lassen. Und etwas, wo ich auch in den letzten Jahren gemerkt habe, was mir auch wirklich immer hilft, bei mir zu bleiben, ist eine gewisse Dankbarkeit zu entwickeln für gewisse Dinge, im Kleinen wie im Großen, um einfach auch eine gewisse innere Stabilität zu haben. Weil wenn wir uns immer in Angst und Panik versetzen lassen, dann kommt der Körper so in den Überlebensmodus und dann funktioniert die Regenerierung nicht mehr so richtig, die Selbstheilung funktioniert nicht mehr so richtig und man kommt gar nicht mehr so richtig zur Ruhe oder in die innere Balance. Und ich habe früher, ich habe glaube ich schon mal, oh Gott, war das 2017, 18, habe ich schon mal ein Video mit meinen Jungs veröffentlicht, da haben wir nämlich immer abends regelmäßig ein Dankbarkeitsritual gemacht, wo jeder Reihe um gesagt hat, für was er heute besonders dankbar ist. Und das war, man ist dann so mit so schönen Gedanken einfach eingeschlafen und auch sehr positiv am Morgen wieder aufgewacht, wenn man sich mal bewusst gemacht hat, für was man an diesem Tag besonders dankbar ist. Und das kann ein Marienkäfer sein, der auf der Hand gelandet ist. Oder man hat einen lieben Gruß von einem Menschen bekommen, an den man lange nicht mehr gedacht hat. Das sind jetzt nicht die materiellen Dinge, an die wir jetzt denken, wenn wir dankbar sind. Na, Henry, ich denke, ich spreche auch für dich. Sondern das sind einfach die Dinge, denen man sich bewusst wird, für was man besonders dankbar sein kann. Ich meine, wir leben ja hier nun auch in Europa, sag ich mal, wo gewisse Dinge wie, oder so in einer Region, wo gewisse Dinge wie Strom, fließend Wasser, so eine gewisse Versorgung ja ganz normal ist. Aber auch, das heißt, was vielleicht in anderen Regionen nicht so die Selbstverständlichkeit ist. Als ich mal in Tansania war, habe ich auch mal 9 Wochen ohne Strom gelebt. Es ging auch. Aber dann weiß man gewisse Dinge mal wieder zu schätzen. Also es gibt gewisse Dinge in unserem Leben, die viele Menschen so nicht jeden Tag haben, ne? Die keine Selbstverständlichkeit sind. Aber generell finde ich es immer sehr wertvoll, sich am Abend immer mal so Gedanken zu machen, für was man heute besonders dankbar ist. Und das sind nicht immer die positiven Dinge, das möchte ich mal hervorheben. Also ich bin durchaus auch für Herausforderungen dankbar, die mir zeigen, wo ich stehe, die mir zeigen, wohin ich mich noch entwickeln kann. Oder wenn ein besondere Dinge, wie sagt man im Englischen, triggern. So, wenn ein besondere Dinge triggern, dann kann man wütend sein, man kann verärgert sein, aber man kann auch schauen, warum triggert mich das, ja? Man kann sich sogar darüber hinaus entwickeln, Stärken entwickeln. Man kann auch lernen, wo seine Grenzen sind, seine eigenen Grenzen zu wahren. Also es können durchaus im ersten Moment unschöne Dinge auch so eine Entwicklung in einem anstoßen, dass man wirklich auch dafür dankbar sein kann. Lieber Henry, wie siehst du das? Ja, sehe ich ganz genauso. Und ja, für mich war es, wenn ich das jetzt mal mit früher vergleiche und dann zum Beispiel jetzt dann mit heute, früher, ja, man hat die Sachen einfach so, wie soll ich mal sagen, auch vieles so hingenommen. Ne? Man hat sich das Essen gekauft, man hat sich Sachen gekauft zum Beispiel. Oder man hat halt einfach eine Wohnung, hat eine Toilette mit Spülung, hat eine Dusche, wo man sich duschen kann, man hat eine Heizung im Winter. Und ja, und dann vergisst man das einfach auch. Und dadurch, dass wir halt jetzt auch, wenn man das mal auf heute bezieht, durch das System alle mehr oder weniger eingespannt sind in gewisse Konstrukte, ja, oder dass wir den ganzen Tag arbeiten müssen, was auch immer, dann vergisst man das häufig mal, was wir eigentlich alles sonst noch haben. Und was mir, wo ich jetzt einfach mir dann auch immer so, manchmal an manchen Tagen mache ich das, dass wenn ich zum Beispiel im Bett liege, früh morgens noch, wenn man mal ausschlafen kann, zum Beispiel mal am Wochenende, und man liegt noch im Bett und ist schön eingemümmelt im Warm, und dann sind das die Momente, wo ich mir dann einfach manchmal sage, danke, so, danke für dafür. Und früher war es aber auch so bei mir gewesen, da habe ich viele Sachen gar nicht so geschätzt, ne? Und dass man zum Beispiel auch beim Essen teilweise manchmal Sachen weggeschmissen hat. Und ja, und das ist heutzutage, wenn man das mal alles so reflektiert und dafür, was man da teilweise gemacht hat und eigentlich gar nicht dankbar war dafür,
Wenn ich das mit heute halt vergleiche, wo man sich das halt regelmäßig auch einfach ins Bewusstsein mal wieder zurückholt, was habe ich denn eigentlich alles, ja? Und dafür ist es auch mal wichtig zu schauen im Hier und Jetzt und nicht wieder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, weil dann vergisst man die Sachen auch manchmal. Fand ich heute ein interessantes Gespräch. Ich hatte heute noch ein Gespräch gehabt von Deine Ernährung mit Ulrike und Jürgen und wir hatten heute noch so ein Team-Meeting gehabt, jetzt vor Weihnachten. Und da hat Jürgen dann auch gesagt von deiner Ernährung, hat dann auch gesagt, ja, was interessiert mich jetzt eigentlich gerade, was alles im Außen passiert, wenn ich jetzt gerade hier den Moment mit euch allen zusammen genießen kann und dafür dankbar bin. Und das möchte ich halt einfach auch nochmal sagen, einfach im Hier und Jetzt einfach mal zu schauen, was habe ich denn eigentlich gerade und dafür halt einfach mal Danke zu sagen. Ja, vielen Dank, Henry. Und es ist ja auch so, ich hatte schon erwähnt, wir gucken uns ja auch die Dinge im Hintergrund sehr tief und sehr kritisch an. Und da sind wirklich manchmal Dinge dabei, wo es uns manchmal den Boden unter den Füßen wegzieht. So, ne? Und deswegen ist es da umso wichtiger, da auch ein Gegenpart zu haben. Also ich bin auch jemand, wo ich immer sage, das Gute immer oben halten und auch für die kleinsten Dinge dankbar zu sein und auch sag ich mal, eine gewisse Zuversicht, ein gewisses Vertrauen auch in die eigene Führung, ja, dass die Dinge sich so fügen und dass man sich dafür öffnet. Und ja, so die Dankbarkeit wirklich auch für die kleinen Dinge, so dass man, was ich zum Beispiel unfassbar schätze, Henry, ist, dass ich mir meine Zeit frei einteilen kann. Also, das ist für mich, klar, ich weiß, das können nicht so viele Menschen, gerade wenn man irgendwo angestellt ist, dann muss man halt zu einer gewissen Zeit irgendwo da sein. Und ich schätze schon seit vielen Jahren, seitdem ich selbstständig arbeite, dass ich mir die Zeit frei einteilen kann und dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite, mit wem ich zum Beispiel Videos mache, Henry, ne? Und das ist einfach für mich so wertvoll, dass ich mir meine Zeit einfach einteilen kann. Das heißt, auch im Sommer, wenn das Wetter schön ist oder es ist grün, dann fahre ich einfach in den Wald und sammle mir Wildkräuter. Und das habe ich früher dann am Nachmittag gemacht oder ganz früh morgens. Und das ist für mich einfach wertvoll. Also ich habe auch festgestellt in diesem Jahr, dass Zeit so ein unfassbar hohes Gut ist. Zeit zu haben, Zeit für Dinge, die einem gut tun, Zeit zu haben mit Menschen, die einem gut tun. Ne? So, wir haben uns ja auch dieses Jahr zweimal gesehen. Dafür bin ich auch sehr dankbar, zum Beispiel, dass wir uns auch wieder mal persönlich gesehen haben. Und ich bin auch immer sehr dankbar, wie gesagt, für Menschen in meinem Umfeld im Positiven, aber auch Menschen, die mich triggern oder die gewisse Dinge über mich verbreiten, wo ich immer sage, okay, was macht das mit mir? Aber das ist für mich auch immer eine Möglichkeit zu wachsen. Ne, eine gewisse Stärke zu entwickeln. Manche gehen ja davon aus, dass man das nur durch Herausforderungen oder durch wirklich nicht so schöne Erfahrungen macht, diesen Wachstum. Wenn es einem immer gut geht und alles in der Harmonie, in Balance, gehen manche davon aus, wächst man nicht so schnell, als wenn einem das Leben manchmal übel mitspielt. Da gibt es ja natürlich auch verschiedene Differenzierungen, aber ja, also diese tiefe innere Dankbarkeit für das Leben. Na, wenn man das erreicht, wenn man diese innere Zufriedenheit wirklich mindestens einmal am Tag spüren kann oder regelmäßig, das ist so auf alle Fälle ganz viel wert. Und dann merkt man auch, wie das Getrommel so im Außen, wie das gar keine Relevanz mehr hat. Wie das so diesen inneren Frieden, diese innere Balance nicht stört. Auch wenn man sich wirklich sehr kritische Sachen anschaut. Henry, das machen wir ja schon, seitdem wir uns kennen, ne? Dass wir wirklich uns über verschiedenste Hintergründe und Ursachen austauschen. Und manchmal auch nicht wissen, okay, wie geht's weiter, was kommt da noch? Ne? Und dann merke ich immer, man kann sich zumindest selbst so einen gewissen inneren Frieden bewahren und auch ein gewisses, wie gesagt, so ein gewisses Vertrauen und Zuversicht, dass man, egal was kommt, da gut durchgeht. Und wir möchten auch mit dem Video unsere Zuschauer animieren, da wirklich mal regelmäßig, am besten eigentlich jeden Abend, mal in sich zu gehen, für was man besonders dankbar ist, dass man wirklich die Dinge reflektiert, die einem am Tag so begegnet sind. Ne? Ob es vielleicht ein Lächeln, ein Gruß oder die Sonne hat sich mal kurz gezeigt oder man hatte einen gewissen Impuls oder man hatte gewisse Gedanken, man hat sich mit gewissen Dingen auseinandergesetzt. Wie gesagt, uns geht es gar nicht so um diese materiellen Dinge. So, die sind vergänglich. Es sind wirklich die Dinge, die langanhaltender sind, die einen mehr nähren als jetzt irgendwas Materielles. Und vor allem, was macht das Wort Danke auch mit einem, da auch mal genau reinzufühlen und genau darauf zu achten, wenn jetzt eine Situation da ist, zum Beispiel mit einem Mitmenschen oder so, und man sagt dann Danke und wie fühlt sich das auf einen an, für einen an? Oder wenn man es einfach mal Danke sagt für eine bestimmte Situation und das mehrere Male wiederholt, wie fühlt sich das für euch an? Was passiert da genau?
Und da mal genau reinzuspüren, das finde ich auch immer sehr interessant. Bei mir manchmal, wenn ich genau darauf achte, dann bekomme ich so leicht Gänsehaut, spüre so ein innerliches Glücksgefühl. Und ja, und das möchte ich euch auch sehr gerne noch mitgeben. Ja, vielen Dank, lieber Henry. Was vielleicht jetzt gar nicht ganz so reinspielt, aber was mir so gerade einfällt, manchmal die Menschen im Außen, dass viele manchmal frustriert sind und sagen, ja, die meisten Menschen sind so unfreundlich oder der Umgang miteinander ist so rau geworden, dann versuche ich da mal ein bisschen auch ins Verständnis zu gehen, so, weil die letzten Jahre waren nun mal sehr hart und viele Menschen wurden arg gebeutelt oder denen wurde Angst gemacht oder es ging ein großer Riss durch Familie, Freundschaften, durch Nachbarn, ne, dass so eine Spaltung der Gesellschaft stattgefunden hat, dass man, egal, wenn jemand auch mal ein bisschen schroff reagiert oder unfreundlich, dass man immer ein gewisses Verständnis, dass man das nicht persönlich nimmt, ne? Die meisten Menschen, die haben so mit sich selbst zu tun, oder du weißt ja nie die Vergangenheit eines Menschen. Warum ist jemand so, wie er ist? So, ne? Das sind oft auch Prägungen, Traumatisierungen, oft eine Unzufriedenheit oder dass man einfach da auch immer bei sich bleibt, dass man nicht so schnell etwas persönlich nimmt. So, also dafür bin ich auch dankbar, dass ich mir das immer mehr aneigne, so immer bei mir zu bleiben, weil ich stecke in anderen Menschen, gerade die man nicht so gut kennt, steckt man nicht so drin als mit Freunden oder Familie, wo man sich mehr austauscht. Ne? Genau, und da würde ich einfach mal fragen, lieber Henry, für was bist du im 2023 besonders dankbar? Also was ist so prägnant für dich? Ich bin dafür dankbar, einfach hier sein zu dürfen, mich weiterentwickeln zu dürfen und ja, und an allem zu wachsen, was mir sowohl positiv in den Weg gelegt wird, als auch vermeintlich negativ, was einen aber auch dann wieder zum Wachstum bewegt. Und ich bin für all diese Erlebnisse dankbar und halt natürlich auch, ja, für die ganzen kleinen, was heißt kleinen Gegebenheiten im Leben, aber einfach, dass man gesund ist, dass ich wieder gesund geworden bin durch die Ernährungsumstellung, dass ich mich jeden Tag rausgehen darf in die Natur, an die frische Luft, sehen kann, wie die Sonne aufgeht oder den Regen auf meiner Haut spüren darf oder jetzt auch die Kälte im Gesicht spüren darf oder auch den Schnee teilweise, wenn er da ist. Die frische Luft einatmen darf beim Laufen oder wenn ich draußen bin an der frischen Luft. Die ja, ganzen Freunde, die mich begleiten in meinem Leben und mit denen man schöne Zeiten zusammen haben darf. Und ja, die wunderbaren Lebensmittel, die es auch noch gibt, die man jeden Tag mit dabei haben kann. Und ja, es gibt, glaube ich, so viele Sachen, die ich jetzt hier noch aufzählen könnte in der Liste. ja, aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, für die ich ja sehr dankbar bin. Und das ist dann teilweise schwer, die alle zusammenzufassen. Da bietet sich auch manchmal so ein Dankbarkeitstagebuch an, ne, wo man jeden Tag oder jede Woche vielleicht so gewisse Punkte aufschreibt. Wenn man sich das mal am Ende des Jahres anschaut, dann wird man mal merken, wie viele Faktoren es gibt, für die man dankbar sein kann. Ne? Also ich würde mich da auch bei deinen ganzen Punkten anschließen. So auch, was für mich dieses Jahr auch so besonders prägnant war, so ein gewisses innerer Wachstum. So, ne? Und auch, was ich aber dieses Jahr auch gespürt habe, eine ganz große Dankbarkeit und Demut, helfen zu können. Impulse geben zu können. Das ist ja wie bei dir auch, ne? Du hilfst ja auch vielen Menschen, für was Gesundheit und Ernährung angeht. Und oder auch was ich für mich auch dieses Jahr was für mich so eine wichtige Erkenntnis war, wie wichtig es ist, generell klar zu kommunizieren und lösungsorientiert zu handeln und immer bei sich zu bleiben. So, und ich bin auch sehr dankbar für die vielen Tränen, die ich dieses Jahr vergossen habe, weil Tränen für mich auch immer emotionale Entgiftung sind. Ne? Ich bin dankbar für die ganzen Dinge, die mir in diesem Jahr bewusst wurden, sei es in meinem inneren Umfeld, sei es was meine Person angeht, sei es mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Und ich bin natürlich auch sehr dankbar für die Gemeinschaftszeit. Du warst ja auch zweimal dabei. Und das ist für mich einfach so viel wert, mich mit Menschen zu umgeben, die einen wertschätzen, wo nicht groß gewertet wird. Aber man muss auch nicht immer mit allen Dingen übereinstimmen. Gewisse Grundwerte stimmen einfach. Und ich mag es auch immer, wenn Menschen sich zusammenfinden, die so den Raum halten, wo jeder sein kann, ne? Wo es keine Verurteilung gibt und
wo man sich einfach liebevoll hält, so in der Gemeinschaft. Also das ist mir dieses Jahr nochmal ganz, ganz sehr bewusst geworden. Mein Fokus tatsächlich, was die Dankbarkeit angeht, liegt auf Menschen, die mir in diesem Jahr begegnet sind, Menschen, die mir weiterhin die Treue halten, ob hier auf sozialen Plattformen, aber auch im Privaten, wo du ja auch dazu gehörst, du gehörst ja auch mit zu meinen engsten Vertrauten. Und da bin ich einfach dankbar, dass es Menschen gibt, die einfach immer da sind, so, mit denen man sich austauschen kann, ganz frei, ohne Wertung. Und ja, genau. Also ich könnte jetzt auch noch ewig weiter, also es gibt einfach so viele, wenn man dann einmal anfängt, man könnte, glaube ich, Listen, hunderte Punkte benennen, wofür es sich lohnt, in die Dankbarkeit zu gehen. Und das wird, glaube ich, auch wieder wichtig in Zukunft, eben dieser freie Austausch und dass man sich wieder auch geborgen fühlen kann unter den Menschen auch allgemein. Ne? Ich denke mir halt auch, dass es ganz wichtig ist, auch wieder für die Zukunft selbst, dass wir einfach unter uns Menschen uns nicht mehr verstecken müssen und auch nicht überlegen müssen, okay, was sage ich jetzt, wie sage ich es jetzt, wie schaue ich zum Beispiel auch aus oder wie auch immer so. Ja, da spielen ja ganz viele Faktoren mit rein. Und ja, und wie gesagt, dass man halt einfach das sagen kann, was man halt auch fühlt, ja, so wie es in einer freien Welt dann eigentlich auch sein sollte, ohne dass man dafür gleich verurteilt wird. Ich meine, wir können ja, der eine kann ja so denken, der andere kann so denken, aber ich finde es ja wichtig, dass man dafür nicht verurteilt wird und dann immer gleich in eine gewisse Ecke gestellt wird, so wie es heutzutage halt eben doch ist. Das sehen wir ja jetzt momentan sehr stark. Und ja, aber ich denke mal, in diese Richtung wird es automatisch dann wieder gehen. Und ja, dafür bin ich jetzt schon mal dankbar. Genau, ich wollte schon sagen, wir gehen schon mal so in Vorleistung mit der Dankbarkeit, dass der Meinungskorridor wieder ein bisschen weiter geöffnet wird, dass man wirklich auch die Dinge benennen kann. Und was ich auch manchmal immer, wenn man muss ja die Dinge benennen können. Manche sagen immer, du wertest. Da habe ich gesagt, naja, benennen muss man ja Dinge können. Ne? So, ohne dass eine Wertung. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, dass man da immer gleich fürs Benennen verurteilt wird. Und ich bin da auch erstmal so jetzt in vorauseilender Dankbarkeit, dass sich das wieder ändern wird, dass man auch die Dinge benennen darf. Sachlich und nüchtern. Genau. Und dann lösungsorientiert handeln. Genau. Und klar kommunizieren. Genau. Da kommen wir wieder zu meinen zwei Lieblingspunkten in diesem Jahr. Vielen Dank, lieber Henry, dass du hier wieder Zeit gefunden hast, um mit mir dieses Video zu machen. Das war so ein Impuls, dass wir einfach mal so ein Video machen zum Ende des Jahres, was Dankbarkeit angeht, dass jeder nochmal in sich geht und schaut, für was, auch wenn das Jahr vielleicht nicht so berauschend gewesen ist im ersten Moment, dass man doch schaut, für was man dankbar sein kann, um auch in das neue Jahr mit einer gewissen, ja, mit einem gewissen inneren Frieden auch starten zu können. So, genau. Ja. Ja, ich danke dir und ich danke euch allen da draußen und ja, diejenigen, die Weihnachten und auch Silvester nach dem ja, derzeit vorherrschenden Kalendermodell feiern, wünsche ich alles, alles Gute und alles Liebe und ja, und bis bald. Alles Gute, alles Liebe von uns, ganz viel Mut und Zuversicht für die kommende Zeit, viel innere Führung, innere Kraft, innere Balance und ganz viel Dankbarkeit für die nächste Zeit. Bis ganz bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.